Wie schon im Hintergrund zu sehen ist, geht es heute mal darum, in Bäumen zu angeln. Und wie wir das machen, zeigen wir euch jetzt. Solche Bäume wie der hier sind natürlich prädestiniert für Barsche. Allerdings hält nicht jeder Baum auch Barsche bereit. Ab und zu auch mal über einen Ast rüberwerfen, kann man vertikal fischen. Dazu gebe ich immer ein bisschen Schnur nach. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Über den nächsten Ast rüber, wieder Schnur geben. Der Baum ist ungefähr 3 Meter tief. Als erstes habe ich natürlich vorne die Baumkrone befischt, die im Wasser hier vorne liegt. Da sollte man sonst natürlich noch nicht drüber fahren. Auch wenn man mit Skirtetics angelt, hat man mal einen Hänger. Das wird jetzt lustig, die rausholen. Ah, ist platt. Mal gucken. Also das mit dem Losschütteln hat jetzt erstmal nicht geklappt. Meistens, wenn man in die andere Richtung zieht, kriegt man den gelöst. Wenn das aber nicht geht, kann man auch mal probieren, die Rute hinzuschicken. Gelöst. Wenn sich jetzt einer fragt, ob die Rollen das mitmachen, ich mache das seit etlichen Jahren, nie ein Problem gehabt, ist halt nur Wasser. So, weiter geht's. Die Position jetzt erstmal nutzen. Und weiter angeln. Ein untrügliches Zeichen für große Barsche in eurem See sind zum Beispiel tote Barsche, die einfach hier rumschwimmen.
Also ihr habt ja jetzt gesehen, wo die Barsche herkommt. Der Kescher ist voll. Ich halte mal stellvertretend den Barsch vom Mitangler hoch. Der Barsch hat gebissen mitten im Cover, wie man auch auf der Aufnahme hoffentlich sehen kann. Und ich habe einfach den Nachläufer mir geschnappt. Meiner auch auf Krebs, mitten im Gehölz. Da kam der zumindest her. Das sind schon verdammt coole Fische. Super schöner Fisch. Der Tag neigt sich dem Ende. Ihr habt gesehen, man kann durchaus in Bäumen auch große Barsche fangen. Mit meiner Lieblingsmethode, Skirted Jigs. Ist natürlich nicht jedermanns Sache. Und es erfordert halt auch extrem viel Geduld und viele Gewässer. Also nicht jedes Gewässer, wo auch solche Bäume drin liegen, hat auch das Potenzial für solch große Barsche. Und da heißt es halt suchen und die entsprechenden Gewässer erstmal finden. Ja, ich würde einfach empfehlen, jedem Gewässer, wo man mal ist, spaßeshalber das mal eine Weile auszuprobieren. Man wird relativ schnell merken, ob da Fisch drin steht oder nicht. Ich wünsche einfach jedem, der das mal ausprobieren will, viel Spaß dabei und ja, zieht was raus.